Willkommen zurück, Leute, zu Final Fantasy 4. Ja, mit wem spielen wir denn mal wieder? Wir lassen es mal bei Cecil. Was wollte ich eigentlich? Ich wollte... Genau. Wieso konnte Simus Golbis kontrollieren? Wir sind hier immer noch in diesem Giganten-Ding, Untergrund, whatever. Und ja, ich gehe jetzt einfach mal los. Wir schauen mal, was hier auf uns zukommt. Oh, hier geht's sogar nach rechts. Hier ist irgendein Versteck. Direkt gefunden. Das ist ja cool. Aber ich werde auch angegriffen. Wir werden überrumpelt, ist aber nicht schlimm. Ja, die greifen wir mal alle schön an. Die werden ja nicht ewig hier durchhalten. So, ganz nebenbei habe ich, bevor ich jetzt hier aufgenommen habe, weil es ist schon wieder einige Tage her, dass ich aufgenommen habe. Ich habe damals ganz viel am Stück aufgenommen. Und dachte mir, ich muss mich mal irgendwie auch um die Nebenquests kümmern. Was ich aber ungern natürlich gerade so zwischendurch mache. Also solange wir hier noch rumschustern, bleiben wir natürlich erstmal hier und machen weiter. Mit dem Hauptquest. Und dabei sind wir ja gerade auch. Aber es gibt da noch so ein paar Sachen, die für mich ein bisschen schwierig sind, zu verstehen, was ich wo machen soll. Okay, jetzt sind wir hier. Und zwar geht es da einmal mir um den, Nemingway-Quest. Das ist auch ein Side-Quest. Und das andere ist, dass wir doch immer so Freunde gefunden haben von der einen da aus dem Land der Beschwörbaren. Und ich finde tatsächlich nichts darüber. Ich finde irgendwie kann er keinen Sprung machen? Der Edge, der hat doch die Fähigkeit bekommen. Das ist komisch. Ich heile mal wieder alle. Nebenbei. Ja, wir haben ja irgendwie immer wieder so Freunde gefunden von der einen... Aus diesem Shop oder was? Da meinte sie... Ach doch, da ist er doch, der Kane. Den meinte ich doch, mit Sprung. Super, das war gut. Und immer wieder finden wir welche. Ich weiß aber nicht, wie viele und wo die anderen sind und wo wir am Ende hin sollen. Deswegen, glaube ich, bleibt mir nichts anderes übrig, als nochmal offline irgendwann einfach ins Land der Beschwörbaren, in diesen Laden oder was, zurückzugehen oder wo das auch war. Und zu gucken, ob wir jetzt alle Freunde gefunden haben, ob man dafür was bekommt oder so. Ich finde wirklich nichts darüber im Internet. Also wenn ich irgendwie Land der Beschwörbaren... Was ist das hier, was hier schwebt? Wenn ich das eingebe... Das mit denen kämpfen nervt schon wieder hier so ein bisschen, ne? Ja, dann Nebenquest, Land der Beschwörbaren und so weiter. Dann finde ich leider... Nicht das, was ich suche, sondern nur, welche Beschwörbaren man halt findet und wie man sie besiegen kann. Und das ist ein bisschen blöd. So, jetzt stirb endlich. Schön. So, jetzt die letzte hoffentlich. Mach die mal kalt hier. Na also, mit Rydia und ihrer coolen Blitzpeitsche. Ja, also ich weiß nicht, also da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Das werde ich aber halt jetzt nicht machen, sondern jetzt kümmern wir uns erstmal darum. Aber nur, dass ihr wisst, dass ich mich darum noch kümmere und mich da schlau mache. Wenn ihr irgendwas wisst über diesen Nebenquest, bin ich auch dankbar an dieser Stelle gerade. Wo ich das finden kann. Weil, wie gesagt, die Beschwörbaren, die ich da kriegen kann, die interessieren mich gerade nicht so. Auch das kann man noch erledigen. Aber das meine ich halt nicht. Ich meine, was ist mit diesen ganzen Mädels, die wir da suchen? Also die Freunde von der einen. Mit diesen roten Kapuzenmänteln. Darüber finde ich nichts. Naja.
So, wir laufen weiter. Da ist eine Kiste. Dunkelanzug aus der Schatzkiste erhalten. Doch der Feind hat auf der Lauer gelegen. Oh, oh. Ja, wir müssen schon was dafür tun hier. Oh, wer ist er denn? Dann machen wir mal einen Kraftschub. Und Protes. Einmal auf alle. Und wir beschwören mal Titan. Und wir springen. Der kontert, der Gute. Das ist nicht schön. Ach, wir haben ja schon Kraftschub. Dann greif mal an. Der wird wieder kontern, aber es ist egal. Weil wir haben Protes und er nicht. Autsch, das war er. Aber wir machen mal Titan. Wir haben ja ein paar Beschwörbare im Petto. So, jetzt müsste ich mal wiederbeleben und so. Ach, das war's schon. Ja gut. Kriegen die anderen mal was, nicht Edge? Sessions Stufe ist auch angestiegen auf 70. Dafür kriege ich eine Errungenschaft. Zwei sogar. Cool. Einmal wahrscheinlich für die Rüstung und einmal für dafür, dass er das Level erreicht hat. Das ist natürlich sehr geil. Ich mach mal Magic hier mit Engel auf Edge, damit er erstmal wieder da ist. Und heil die mal fleißig. So ist gut. Was wollte ich jetzt? Ach ja, die Ausrüstung wollte ich mal checken, was wir denn hier Schönes bekommen haben. Dü. Ausrüstung, Cecil. Ist es nicht dabei? Diese Dunkelrüstung? Nicht? Wer kriegt sie dann? Dunkelanzug. Ah, hier. Edge kriegt das. Das ist ja cool. Könnte dann jemand anderes vielleicht den schwarzen Gürtel anziehen und der verbessert irgendwas? Der verbessert die Stärke von Rydia zum Beispiel. Finde ich das aber gut, wenn alles andere runtergeht? Eigentlich nicht so, weil sie die Stärke braucht sie, finde ich, nicht so. Wie sieht's aus mit ihm? Geht die Abwehr ziemlich runter auf 33 von 44. Genau, Magieabwehr und die Reflexe. Die normalen Reflexe gehen aber voll hoch. Genauso wie die Stärke. Das mache ich mal. Der bekommt jetzt den schwarzen Gürtel. Das finde ich besser. Und ja, damit haben wir das hier auch erledigt anscheinend. Gut, jetzt darf ich aber wieder zurück tuckern. Das ist ja nett. Das mache ich mal, ohne dass ihr hier alles sehen müsst. Oder kann ich hier irgendwo durch? Ja, gut. Den Einkampf machen wir noch, aber dann mache ich kurz einen Cut. Denn selbst eine kleine Runde wieder vorne rumlaufen, dauert eine Weile. Was wir machen könnten ist, das wollte ich eh mal machen. Ich wollte die Sylphen beschwören und Asura, um nochmal zu erklären, was die denn können. Da dürfte ich vielleicht auch mal zaubern oder nicht so Bock? Dankeschön, Rydia. Und zwar, genau, wir machen jetzt die Sylphen und da habe ich mich auch mal erkundigt. Und zwar ist es so, dass die, ich habe das nie verstanden, was die jetzt eigentlich genau machen. Und die entziehen HP vom Gegner und geben sie uns. Ne? Genau, wir sind jetzt, haben wir nebenbei die Heilung gesehen. Das ist mir immer gar nicht so genau aufgefallen. Das eine schon mal weg, das ist super. Na, ist die nächste weg? Ne, noch nicht. Bitte nicht auf Rosa. So, die ist sie tot? Oder lebt sie? Lebt noch. Das ist schön. Ja, das waren die Sylphen. Also das ist deren Aufgabe. Das habe ich mir jetzt mal gemerkt. Das bedeutet für mich eigentlich, dass es eine sehr wichtige Beschwörung ist. Und gar nicht mal so unscheinbar, wie ich sie behandelt habe.
Denn in manchen Situationen kann es ja ultra hilfreich sein, zu entziehen und gleichzeitig zu heilen. Also das muss man sich halt mal durch den Kopf gehen lassen, finde ich. Weil wenn das nur noch so ein Restbetrag ist oder wenn ich so an die CPU denke vom letzten... Ach, das nervt aber auch hier, ne? Wenn ich an die CPU denke, ich beende mal so den Satz gerade, ohne diesen Lärm im Hintergrund, dann war das ja super, wenn die immer geheilt wird, das zu entziehen und gleichzeitig selber zu heilen. Also so, oder wenn es ganz, ganz schnell gehen muss. Ich mache jetzt mal einen Cut, damit es auch ein bisschen schneller geht und wir sehen uns gleich wieder auf der anderen Seite und da laufe ich dann weiter. Bis gleich. So, da bin ich wieder, Leute. Und wir sind jetzt hier einmal nach unten die Treppe gegangen. Es geht auch eh gleich wieder zurück, falls ihr nicht wisst, was ich meine. Bei dieser, wo wir hergekommen sind, da ging es nach unten. Und ich habe gerade gegen den Gegner gekämpft, der so stark war, dass ich abgehauen bin. Aber wir laufen jetzt mal fix hier, was weiß ich wohin, zu dieser Kiste. Und hier sind so krasse Gegner teilweise. Echt, Das macht mir ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Dass ich ganz schnell hier mal mich schütze, wenn es geht. Ja. Dann mal los, komm. Muss auch mal treffen, mein Lieber. Das ging daneben, das ist gut. Wir machen auch mal Blink vorsichtshalber. Oh, da wird aber auch schon direkt hier... was habe ich beschworen? Shiva? Alfred? Shiva. Shiva beschworen. Ich weiß jetzt auch den Weg, wie es gleich zurück weitergeht. Und da kommt der nächste Teleport-Kreisel, der uns weiterführt. Aber ich wollte euch das nicht vorenthalten. Und Shiva ist nicht gerade hilfreich. Das war nicht gut. Wir greifen weiter an und beschwören genau das Gegenteil, Alfred. Ich hoffe, das hilft. Wir springen wieder und greifen an. Und wir singen mal eine Lebenshymne nebenbei. Das würde mich freuen. So, jetzt beschwören wir mal Alfred. Mal gucken, ob er dagegen auch gefeit ist. Glaube nämlich nicht. Wenn es ein Eisdrache ist, dann nicht. Jawohl, das hat Schaden gemacht. Das finde ich super. So, jetzt machen wir mal hier... Sanctus machen wir mal auf ihn. Und du machst mal Ninja-Künste und kannst du nicht. Das ist ja blöd. Wie wäre es, wenn du mal ein bisschen Ether zu dir nimmst? Oder wer bist du? Bist du Cecil und hast nicht genug Ether? Egal, wir nehmen es einfach mal. Ach, da ist er auch schon hin. Okay, super. Das ist schön. Alle leben, alle kriegen Erfahrungspunkte und wir haben einen Weißzahn bekommen. Weiß ich nicht, was das ist, aber kann ja nicht schaden. Wo geht's lang, Cecil? Weil du läufst hier so ein bisschen blöd gerade. Und so haben wir gleich den nächsten Angriff. Okay, es geht da oben lang. Wenn wir die Karte nicht hätten, ich würde mich so verirren. Wo geht's denn hier lang, ey? Bis nach oben hin im Nirgendwo. Okay. Du springst mal. Du machst Rotes, bitte. Wieder mal. Und du beschwörst, Ashura. Dann heilen wir uns mal erstmal. Wenn sie uns denn hilft, aber ich denke schon. Ninja-Künste kannst du nicht machen, weil du Edge bist und was? Nicht genug was hast. Wieso kannst du das nicht machen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie kann er denn seine Ninja-Künste? Ach so, weil er stumm ist. Ach so, ja, okay. Also brauche eigentlich nur Echokraut. Das kriegen wir ja hin. Oder halt Medica, eins von beidem. So, Ashura wollte ich noch sagen. Die macht etwas anderes. Die zieht nicht Tapi, sondern heilt uns eigentlich, wenn sie es denn tun würde. Aber sie wollte wohl gerade nicht. Keine Ahnung, was davon abhängig ist. Und Echokraut braucht er genauso. Kriegen wir hin, kriegen wir hin.
So, er ist erstmal tot. Das ist ja das Wichtigste hier nebenbei. Aber bevor es in den nächsten Kampf geht, werde ich jetzt tatsächlich denen mal helfen. Wir haben ja noch ein paar Items. Dafür kaufe ich die ja schließlich immer. Echokraut, Echokraut. So, jetzt könnt ihr alle wieder singen. Oder was auch immer ihr wollt. Elixiere haben wir 6. Die lasse ich aber mal. Allheilmittel. Nee. Ich weiß gar nicht, was es mit diesem Edges Buch auf sich hat, aber okay. So. Ich war auf dem Weg hier sonst wohin. Hier. Ganz im Norden kommt man raus. Krass. Okay. Wie komme ich jetzt hier weiter? Voll blöd. Ah, da. Okay, cool. Ah ja. Was sind denn das bitte für Geheimverstecke? So, du machst jetzt mal erstmal Brand. Das hilft nämlich. Und du machst Blink. Auf Edge. Du greifst an. Und du beschwörst Alfred. Was wir natürlich mal machen könnten, ist Bahamut beschweren. Ich glaube, das haben wir bisher auch noch nicht gemacht. Aber egal. Kriegen wir alles noch hin. Ja, mal schön drauf. Er macht Schneesturm. Du kannst direkt wieder springen. Wenn wir den nicht platt kriegen, ne? Oh oh. Sind härtere Kämpfe, mal so ganz nebenbei. Also, muss jetzt schon immer ein bisschen mehr aufpassen als früher. Also früher musste man auch schon aufpassen, klar, aber so, es zieht sich halt mehr hin, es ist alles nicht mehr so einfach machbar. Wenn man halt jetzt nicht gerade die Beschwörungen benutzt und so. Ja, toll. So, jetzt möchte ich gerne mal was benutzen. Ich benutze mal so einen. Ausnahmsweise. Alfred, hilf uns. Das ist gut, dass er nebenbei hier hilft. Leider ist er wieder gerade tot, sehe ich gerade. Greif du mal nebenbei weiter an. Ja, das war der entscheidende Schlag. Gut. 3 sind tot, das ist nicht gut. Aber Rydia und Cecil sind dafür noch stärker geworden. Ich muss die mal wiederbeleben hier. Das war nicht so geil gekämpft. Ja, gut. Rosa kann auch direkt mal heilen. Und dann natürlich wieder ein Item nutzen. Ich hasse das ja, wenn die einen so verzaubern, ne? Wenn die dann irgendwie... Da muss man sich darum immer so nebenbei kümmern. Das nervt natürlich immer, tierisch. Wenn die so machtlos irgendwie sind. Hier geht's nach unten. Okay, keine Ahnung, wo es dahin geht. Ich gehe erstmal nach links. Hier ist noch eine Kiste. Die holen wir uns. Sehr weitläufig hier gerade. Drachenschild aus der Schatzkiste halten. Und wir haben nicht mal dafür kämpfen müssen. Das finde ich mal ausnahmsweise echt nett. Drachenschild. Das ist ja geil. So, dann kann ja jemand anderes das andere Schild nehmen, oder? Wer hat denn hier noch ein Schild? Hat hier überhaupt noch jemand ein Schild? Hier. Er hier. Aber er hat schon das Genji-Schild. Das geht gar nicht. Ich dachte... das Aegis-Schild könnte noch jemand anderes nehmen. Aber es ist wirklich nicht besser. Halbiert Primärelemente. Magieabwehr 3, Abwehr 6. Das ist geil. Das andere war Abwehr 4, Magieabwehr 5. Na gut. Aber ich freue mich immer darüber. Über solche neuen kleinen Ausrüstungsgegenstände, die wirklich dauerhaft helfen.
Nein, das ist der Gegner, den ich meinte, der so schwer ist. Hilfe! Du machst mal ganz schnell Protis, meine Liebe. Und du beschwörst mal Bahamut. Den wollen wir jetzt noch mal am Ende sehen. Komm, ich will's schaffen. Na, Blitzschlag? Ist das irgendwie hilfreich? Ja, anfällig gegen Blitz, okay. Er kontert immer, das ist das Gemeine an ihm. Super. Haut aber auch rein hier. Ja, ja, hat immer schön nebenbei heilen und Sprung ist immer gut. Gleich kommt Bahamut zu Hilfe. Da macht er seinen Flammenwerfer, vor dem habe ich ein bisschen Schiss. So, Cecil hat ihn beschützt, das finde ich super. Und da kommt Bahamut. Yeah, den haben wir uns auch erkämpft. Sieht geil aus. Mega Flammen. Wir können auch Flammen. Guck mal, was wir können. 7240. Richtstrahl. Autsch. Und? Ging daneben. Das ist ja blöd. Ich mach mal Bann. Was auch immer das bedeutet. So. Dann machen wir mal die Sylphen. Und Gemach. Und Blitz nochmal. Aber erstmal beschwören wir die Sylphen. Hatte ich das jetzt eigentlich erklärt? Die Asura, die entzieht nicht dem Gegner HP, sondern gibt einfach nur, wie gesagt. Ja, das hatte ich erklärt, aber es hat nicht funktioniert. So war das, genau. Und die Sylphen entziehen halt und geben, was gut ist. Und das hat sogar gereicht. Das hat gereicht und alle leben. Das ist toll. Das finde ich ja super. Wir gehen wieder ganz fix zurück. Hier geht es irgendwie runter. Ich weiß nicht, wohin. Eigentlich wollte ich ganz woanders lang. Okay. Okay. Hier ist der Weg zurück. Aber wir haben ja noch gar nicht alles abgeklappert. Okay. Gut zu wissen. Dann werde ich an der Stelle mal einen Cut machen und wahrscheinlich wieder den ganzen Weg sogar zurücklaufen, weil der mich noch woanders hin teleportiert hatte, wo eine Treppe runterging. Ich nehme an, das ging zu einer Kiste. Und ich dachte, das geht zunächst Untergrund. Oder hier machen wir weiter. Ich weiß es gerade nicht. Es ist sehr weitläufig gerade und ich verirre mich hier schnell. Aber Hauptsache, wir finden alles und bekämpfen alles und überleben alles vor allem. Und wenn ich nochmal zurücklaufe, kann ich vielleicht sogar nochmal zwischenspeichern. Also sehen wir uns wieder im nächsten Part von Final Fantasy IV mit schwierigeren Kämpfen und auf dem Weg ins Finale. Bis dann!